Einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich euch. Ja, was ist hier los? Es ist etwas anders. Und zwar sind die Lost Places nicht ausgegangen, aber wir finden nicht mehr so die Zeit, um stundenlang hier in Deutschland rumzukutschieren. Und deswegen gibt es jetzt hier ein neues Format und ich finde, das lohnt sich. Denn es gibt so viel schöne Lost Places, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, um die sich Mythen und Sagen und Legenden rangen. Ja, und die werden wir hier euch ein bisschen näher bringen. Also ich hoffe, besser gesagt, wir hoffen, dass euch dieses neue Format gefällt. Und wir beginnen mit der Burg Huska. Wie schon erwähnt, geht es heute um die Burg Huska in Tschechien. Um dieses Gemäuer ranken sich viele Legenden. Man sagt, im Keller befindet sich das Tor zur Hölle. Die Burg thront auf einem hohen Fels, umgeben von dichtem Wald. Sie soll nur aus einem Grund gebaut worden sein. Doch dazu kommen wir noch, denn es gibt noch eine Vorgeschichte. Bevor sie im 13. Jahrhundert errichtet wurde, so erzählt man sich, gab es ein schier endlos tiefes Loch, aus dem Dämonen kamen. Geflügelte Wesen, halb Mensch, halb Tier. Menschen, die versuchten, das Loch hinabzusteigen, sahen schreckliche Monster, wurden verrückt oder verschwanden für immer. Zum Tode Verurteilte hatten die Wahl, ihr Urteil anzunehmen oder in das Loch zu gehen, um Nachforschungen anzustellen. Ob es zum Beispiel einen Boden hatte oder ob es dort unten eine Höhle gab. Viele ließen sich lieber hinrichten, als sich dieser Angst zu stellen. Doch einer wagte den Abstieg. Nur nach wenigen Sekunden schrie er in Todesangst und man zog ihn wieder hoch. Der Schrecken der umstehenden Menschen stieg nun ins Unermessliche, denn der Verurteilte war in den wenigen Sekunden um 30 Jahre gealtert. Er hatte graues Haar bekommen und Falten. Außerdem war er vor Entsetzen nicht mehr in der Lage zu sprechen und verstarb kurz darauf. Die Umstände seines Todes konnten nicht geklärt werden. Die Menschen beschlossen, Burg Huska zu errichten, nur zu einem Zweck, das Tor zur Hölle für immer zu verschließen. Das Gemäuer verfügt über eine zweistöckige Kapelle, die direkt über dem Loch thront. Burg Huska verfügt über keinen Verteidigungsring, keine Küche, keinen Brunnen für frisches Wasser und lag auch nicht an einer Handelsstraße. Selbst manche der Fenster sind nicht echt. Von außen wirken sie wie echte Fenster, aber im Inneren befindet sich hinter dem Glas eine massive Steinwand. Also könnte an der Legende ein Funken Wahrheit sein. Oder was meint ihr? Nach dem Bau sollen keine Höllenwesen mehr zum Himmel aufgestiegen sein. Gefolgsleute von Ottokar II., der 1253 bis 1278 König von Böhmen war, diente die Burg zur Verwaltung für königliche Besitztümer und Ländereien. Diese Menschen berichteten von Geistern, die sich zeigten, und von Gegenständen, die durch die Luft flogen. Auch die Wandmalereien und die Gestaltung des Kellers, wo es das versiegelte Loch heute noch gibt, zeugen von den Schrecken der damaligen Zeit. Die bekanntesten Spukerscheinungen, die man bis heute noch sehen soll, ist eine riesige Bulldogge, eine Frau in einem alten Kleid und ein kopfloses schwarzes Pferd. Um 1930
wurden die dem Okkultismus zugetanen Nazis auf die Burg aufmerksam. Sie sollen dort Experimente und Beschwörungen durchgeführt haben. Angeblich öffneten sie auch das versiegelte Höllentor. Was geschah, weiß man nicht. Allerdings fand man Jahre später bei Renovierungsarbeiten viele Skelette von Nazi-Offizieren. Seit 1999 wurde die Burg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Besucher berichteten ebenfalls des Öfteren von Spukerscheinungen. Eine Gruppe soll nach der Besichtigung zurück zum Parkplatz gegangen sein. Es dämmerte schon. Als sie losfahren wollten, sprang keines der Autos an. Sie konnten keinen technischen Defekt entdecken. Die Batterien waren nicht allzu alt. Kein Marder hatte sich an den Kabeln zu schaffen gemacht und genug Sprit im Tank gab es auch. Die Besuchergruppe bekam Angst, da es immer dunkler wurde und sich die Atmosphäre im Wald negativ veränderte. Es wurde ein Priester geholt, der die Autos segnete. Danach sprangen alle wieder an und die Menschen konnten den Ort des Schreckens wieder verlassen. Das sind die Mythen über die Burg Huska in Tschechien, die wir sehr gerne besucht hätten. Aber wie gesagt, aus Zeitgründen und familiär ist es halt schwierig. Ja, es gibt so viele coole Gebäude noch, über die wir da recherchieren können. Und jetzt ist halt nur die Frage, wie hat euch das denn gefallen? Also würde euch dieses Format mystische Orte denn zusagen? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Und dann schauen wir, dass wir da öfter mal was für euch bringen, wenn es dann halt mal kein Lost Place gibt. So, und wenn es euch gefallen hat, dann nicht nur in die Kommentare schreiben, sondern auch bitte ein Like und ein Abo dalassen. Das wird uns echt sehr freuen. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.